Wir hatten die Möglichkeit, in PAX Day schon hineinzuschauen, wie weit das Game jetzt zurzeit ist, was man schon alles machen kann. Und diese Möglichkeit haben wir genutzt. Wir haben wahnsinnig viel gefarmt, wir haben das Game auf Herz und Nieren schon getestet und geguckt, was man denn schon alles hier im Game machen kann und wie das Ganze denn vor allem auch aussieht. Denn mit der Unreal Engine 5 macht das Ganze halt richtig Eindruck. Die Lichtverhältnisse im Game, wie das alles rüberkommt, sind richtig beeindruckend und es macht auch einfach Spaß, in diesem Szenario zu bauen, zu craften, kreativ zu werden oder auch in den Fight zu gehen, jagen zu gehen oder auch in die Dungeons einzugehen, die sich im Game befinden. Also, wir schauen jetzt gleich einfach mal rein, was uns das Game denn jetzt zurzeit schon bietet. Also legen wir los und schauen einfach mal rein hier in PAX Day. Wie man ins Game reingeht, was man als erstes macht. Wir erstellen uns einen neuen Charakter. Ich nehme einfach mal Komette hier. Schön mit so einem Schnorrig. Der sieht doch gut aus in seinem Jüppchen. Und damit gehen wir jetzt noch rein. Wir können sogar noch ein paar Anpassungen hier machen. Jawohl. Schön lange Haare dazu. Den Körper können wir auch noch in allen Regeln, in alle Richtungen verformen. Auf bequem würde ich sagen. So. Sehr gut. Hautton können wir auch noch ein bisschen anpassen. So, benennen wir den mal eben als zweiten Charakter und legen los. Jetzt muss ich gerade mal eben schauen. Wir sind genau hier in dieser Welt unterwegs. Es gibt verschiedene Welten, verschiedene Server sozusagen und in diesen Welten dann eben auch verschiedene Regionen, wo man starten kann. Und das sieht halt alles immer so ein bisschen anders aus. Und hier bei, was ist das? Ancient kann das sein, genau. Und dann Armagnac hier in der Region. So, da kreieren wir den Charakter und dann geht es auch schon los. So, da ist er jetzt. Wir sind hier quasi an so einem Runenstein, an so einem Spawn. Und stehen jetzt hier, ja, in unserem Unterhemd, mitten in der Wildnis. Alles ist wunderschön. Richtig, richtig cool. Tipptopp von der Grafik, Lichtverhältnisse und alles. Sensationell. Und ja, wie man es eben so kennt in diesen ganzen Games, man legt einfach mal los. Man sammelt zum Beispiel Steine. Man sammelt die ersten Steine, kriegt sofort die ersten Rezepte dafür und weiß dann, was man damit zum Beispiel anstellen kann. Oder ja, kann das dann zumindest nutzen. Ich sammle schon mal ein bisschen. Dann haben wir nämlich ein bisschen Basisfundament sozusagen. Genauso liegt hier, glaube ich, Holz. Jawohl. Nehmen wir auch direkt mit. Daraus können wir dann verschiedene Sachen schon wieder herstellen. Perfekt. Wir nehmen noch mal ein bisschen mehr Holz. Und ein bisschen Stein. Stein braucht man anfangs relativ viel. Einfach so als Basis, ne? Als Fundament sozusagen. Wenn man was bauen will. Guck mal, da vorne, da wächst auch schon Flachs. Das Rötliche da vorne, da gehen wir noch nicht hin. Und hier die Blumen, die pflücken wir auch noch nicht. Das ist dann später für Alchemie und solche Sachen. Da können wir das dann verwenden. Jetzt gucken wir gerade mal in unser Inventar. Drücken wir mal Tab. Und hier können wir jetzt oben gucken. Jetzt sehen wir uns selbst mit unserem Inventar und was wir alles so anlegen können. Dann haben wir hier das Craften. Dann kommen hier noch die Skills. Learning by Doing sozusagen. Wir kriegen Skillpunkte dadurch, dass wir etwas machen. Super beste Methode, um hier irgendwie vorwärts zu kommen. Das heißt also, wenn du dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, zum Beispiel Tailoring Klamotten herzustellen oder Lederarbeiten oder einen Schmied machst oder sowas, dann pushst du den Skill und kannst auch die hochwertigeren Sachen herstellen. Genau, Clans kann man erstellen. Und Clans zu erstellen ist auch eine ganz wichtige Sache, damit man sein Grundstück sozusagen vereinen kann. Und wenn man es vereint, wird es auch noch größer. Das heißt Win-Win. Zum einen setzt man sein Grundstück an das von einem anderen. Das heißt, man kann sich gegenseitig quasi in dem gleichen Gebiet die Erlaubnis geben, dass man da drin auch arbeiten kann oder was benutzen kann.
man kann auch sagen, es ist quasi nur für den Clan. Man kann sagen, es ist komplett öffentlich. Und zum anderen, wie gesagt, es wird ein bisschen größer, das Gebiet. Und dadurch kann man eben noch mehr Fläche beanspruchen. Jetzt baue ich mir mal eben so einen Construction Hammer. Hat auch funktioniert. Jawohl, da ist er. Den ziehen wir uns hier schon mal rein. Und ich brauche noch ein bisschen Holz. Und dann können wir uns hier schon so eine kleine Axt bauen. Den nehmen wir auch noch mit. Wir gucken mal eben. Craft. Da ist es. Herstellen. Einmal reicht. So, hergestellt die Axt. Das haben wir dann auch erledigt. Hier oben habt ihr gerade gesehen, hier gibt es diese Craft Bar sozusagen. Das hier ist die Anzeige, ob es funktioniert. Wir sind ja jetzt gerade hier unterlevelig sozusagen. Das benötigt eigentlich im Building Level 2. Wir sind gerade Level 1. Und dementsprechend kann es durchaus passieren, dass das beim Herstellen schief geht. So, jetzt gucken wir gerade mal. Wir haben jetzt so eine kleine Hacke hier. Damit können wir ein bisschen was fällen. Kleinere Bäume. Ja, nee. Noch zu hart. Schon zu groß das Ding. Also wirklich irgendwelche kleineren Bäumchen. Wie sieht das mit dem hier aus? Sowas zum Beispiel. Ja. Das haut richtig rein hier. Machen wir nicht ganz so laut. Und ihr seht, da geht natürlich auch unten die Energiebalken. Die Energie geht runter. Zack. Da liegt ja der gewaltige Baum. Und den können wir dann wieder zerhacken in kleinere Stücke. Wie man es eigentlich kennt aus vielen anderen Games, die halt so im Survival-Modus unterwegs sind. Ne? Clay haben wir hier. Das sammeln wir auch schon mal ein. So, dann können wir hier Bricks herstellen. Sehr gut. Ja, dann legen wir los. Wir haben jetzt Stein, diesen Gneis, und wir haben Holz und wir können beides noch mehr produzieren. Jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, ich claime mir einen Plot. Und hier hinten seht ihr es überall, das sind die Plots von den anderen. Die sind hier zum Beispiel connected. Also gerade, normal ist so ein Plot halt rund. Und wenn die dann connected sind, dann ja, werden sie eben eckig. Und man connectet es quasi an jemand anderen dran. Und dann ist hier der hintere Bereich trotzdem eben immer noch rund. Also man hat eigentlich eben diese Rundung hier von so einem Plot. Aber er wird halt ein bisschen größer, dadurch, dass es dann hier eckig wird. Und man connectet sich so quasi aneinander. Dadurch, dass mein Account jetzt hier schon einen anderen Charakter hat, ist mein Plot jetzt quasi schon vergeben. Ich könnte diesem Charakter jetzt die Rechte überschreiben sozusagen für diesen Plot. Aber ja, das müsste ich dann erst machen. Das ist jetzt einfach nur mal so viel zur Charaktererstellung. Man sucht sich dann quasi einfach eine Area. Hier unten sind wir jetzt gerade. Man sucht sich eine Area, die schön ist und wo man sich denkt, ja, da könnte doch ein bisschen was gehen. Und dann legt man los. Wir haben das tatsächlich auch schon gemacht. Wir sind gerade hier in der Area und hier in der Area geht es dann jetzt mit dem anderen Charakter weiter. So, und da sind wir hier auch schon mit dem anderen Charakter in dem schon kreierten Haus. Das heißt, hier ist schon einiges an Arbeit reingeflossen. Und es ist auch wirklich einiges, was man tun muss. Wir haben es hier mittlerweile schon Abend. Auch immer sehr, sehr schön hier. Wie gesagt, rein grafisch super, super geile Grafik. Macht richtig Bock. Also, es tut sich natürlich immer noch was. Aber es sieht jetzt schon richtig gut aus. Also, das Ganze ist in einer richtig frühen Alpha-Phase hier. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, eben sich als Alpha-Tester zu registrieren, zu melden. Und das geht dann halt über die Homepage, Pax Day. Das Ganze hier ist halt schon jede Menge Arbeit. Man baut quasi alle Komponenten, die man hier sieht, einfach selber auf. Man erfarmt sich sämtliche Materialien dafür und kann das dann eben so kreieren.
bis hin zu den Kerzen für Bienenwachs sozusagen oben auf dem Leuchter. Also das Stroh natürlich oder das Reet auf dem Dach, das Holz dafür, die Steine hier, das wird alles zusammengefarmt. Natürlich ist es nicht so kompliziert, dass man dann auch noch Kerzen ziehen muss oder solche Sachen. Ich würde sagen, wir werden das auch im Livestream ja einmal zeigen können. Und dann werden wir hier in der Area einfach auch nochmal den Anbau machen. Hier das gesamte Gebäude nochmal ein bisschen vergrößern, ein bisschen umbauen. Und mal gucken, wie weit wir dann da kommen. So im Großen und Ganzen, das sind jetzt hier, tja, schwer zu sagen. Aber ich sag mal so rund 10, 20 Stunden sind es bestimmt schon jetzt hier drinne, das alles zusammen zu farmen. Vor allem als Team muss man ja auch sagen, denn wir haben hier ja auch im Team alles zusammen gebaut. Hier gibt es ganz viele aktive Spieler gerade schon im Team, die hier auch richtig Gas gegeben haben, wahnsinnig viel kreiert haben und dann eben auch diese ganzen verschiedenen Berufe erstellt haben oder ausgeübt haben. Denn man muss eben diese Berufe eben auch einfach können. Das heißt, man muss eben auch den Skill haben, was man dann eben über die Zeit erlernt, zum Beispiel um bessere Äxte herzustellen, dass man mit den besseren Äxten dann auch irgendwann die großen Bäume hier fällen kann. Denn Holz ist natürlich das A und O, zum einen eben fürs Nutzen von, für Holzkohle, fürs Bauen und so weiter und so weiter. Mit einem letzten kleinen Patch sind ein paar Sachen hier in der Physik noch verändert worden. Das heißt, das Bauen ist noch ein bisschen schwieriger geworden. Das heißt, an manchen Stellen gibt es jetzt tatsächlich auch ein bisschen Bruch in den Dächern. Ich glaube, da oben sieht man es auch ein wenig. Also manche Sachen von den Dächern, die waren vielleicht nicht ausreichend gestützt oder zu schwach. Und dementsprechend, ja, das wurde jetzt nachgepatcht. Und was eben richtig cool ist, man merkt einfach, wenn man zusammen zockt und wenn man hier zusammen Gas gibt, an einem Projekt arbeitet hier, dann kommt man auch richtig gut vorwärts. Es hat zwar jeder so sein Grundstück, jeder hat sein Haus oder seine Burg und kann da drin eben bauen und seine Sachen ausbauen. Aber trotz allem hilft man sich quasi gegenseitig, weil dann einer sich vielleicht eben hier aufs Schmieden eher konzentriert und der nächste geht dann eher in Richtung Lederarbeiten und so weiter und so weiter. Und alles in allem ist es eben wahnsinnig praktisch, wenn man viel farmen kann und die ganzen Materialien eben gut einlagert, dass dann die Leute alle da eben auch was von haben, dass man da ordentlich die Materialien immer zur Verfügung hat. Oder einer stellt eben gerade schon sowas hier wie Leder her, produziert das, will eigentlich vielleicht nur das Fleisch haben und produziert dann aber nebenbei schon mal das Leder. Oder ein anderer verarbeitet dann eben Fäden, die man für ganz viele Sachen braucht und so weiter und so weiter. Oder eben auch hier mit Holzkohle und Eisenherstellung. Also alles, was man so eben benötigt, wahnsinnig komplex wird das Ganze eben. Und das macht das Game, glaube ich, auch aus. Nicht nur die geile Grafik, dieses Stimmungsvolle hier, sondern eben auch, ja, einfach dieses Zusammenzocken und dass man wirklich einen großen Mehrwert davon hat, wenn man eben zusammenspielt. Wir werden das Ganze hier im Livestream auch noch zocken. Und dazu gibt es dann im Discord auch nochmal eine finale Ankündigung, wann es dann live geht, das Ganze, und um wie viel Uhr es dann eben losgeht. Und dann gucken wir uns das Ganze eben hier ausgiebig auch nochmal an, was man hier noch ändern kann. Mir sind zum Beispiel auch beim Dach ein paar Sachen zusammengestürzt mit dem letzten Patch. Und zwar waren da oben, waren da so Dachgiebel auch nochmal. Ich gucke gerade mal, ob wir das herstellen können. Gucken wir mal eben hier unter Craften. Dann gehen wir hier nochmal eben rein. Konstruktion, hier sehen wir die Fundamente, verschiedene Arten von Wänden. Unten habe ich ja bei der Werkstatt einfach nur diese Lehmwände genommen. Dann gibt es diese Fachwerkwände. Die brauchen wieder andere Hölzer, die man herstellen muss. Und so weiter und so weiter. Also immer wieder komplexer. Dann gibt es verschiedene Fußbodenarten, verschiedene Treppen. Einfach hier Stützbalken, verschiedene Dacharten. Auch das ist richtig heftig. Man kann oder muss zum Teil dann eben auch die Dachschindeln einzeln brennen. Oder eben mehrfach durchbrennen, dass man da ausreichend Schindeln hat. Und ich hatte hier dieses hier. Also aus
dem Schilf. Und da müssen dann eben solche Balken noch oben drauf. Das heißt, da müssen wir mal zusehen, dass ich das dann irgendwo da oben drauf kriege und dass das dann auch noch hält. Das heißt, vielleicht muss ich hier sogar noch mal einen Stützbalken irgendwo dran machen, da oben drauf. Und vor allem muss ich mir hier eine Leiter erstmal wieder bauen, dass ich da oben aufs Dach drauf komme. Denn so geht das nicht. Hier sieht man schon überall, das ist rot. Das heißt, das würde jetzt von der Physik her schon nicht mehr passen. Hier vorne ist irgendwas grün und gelb. Das ist soweit dann okay. Aber da oben hat es dann einfach nicht mehr gepasst. Wie gesagt, das werden wir dann im Livestream sehen, wie das Ganze denn dann so geht. Ja, ich bin super gespannt, was mit dem Game geht, was da alles passiert noch. Und ich halte euch natürlich auch auf dem Laufenden, soweit möglich. Also ein wahnsinnig spannendes Game, was einfach darauf abgezielt ist, eine Open World zu haben, in der man viel gemeinsam machen kann. Es gibt keine NPC-Städte oder sowas in der Art, wie man das vielleicht kennt aus anderen Games, sondern es gibt höchstens so verschiedene Dungeons, wo man eben auch gegen NPCs dann kämpfen kann, wo man halt auch wirklich tief reingehen kann in so ein Dungeon. Auch das machen wir mit Sicherheit im Livestream und da kann man eben noch andere Ressourcen rauskriegen und so weiter. Aber letzten Endes das Handeln und so, das läuft untereinander ab und das läuft quasi in der City hier ab oder man arbeitet einfach gemeinsam an einem Projekt. Thank you.
Ja, so sieht's erstmal aus. Das erstmal dazu, zu dem Game. Was da jetzt, wie gesagt, noch demnächst kommt, das werden wir sehen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Soweit wir da Informationen rausgeben können, gibt es auch natürlich die Informationen für euch. Und dann bin ich wahnsinnig gespannt, wann das Game irgendwann in den Release kommt. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, damit du nichts verpasst zu PAX Day. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch und auf YouTube. Bis dahin.